zu dem Zeitpunkt hätte ich mich auch für Argentinien entschieden. Das ist ein Kind für uns, Harald. Ja, aber für das Nationalteam. Ja, den täten wir jetzt nehmen. Ja, ja, das ist also ein von der Qualität her Wahnsinnskicker. Laura Eins baniert und nimmt heute Österreichs verlorene Söhne genauer unter die Lupe, also Kicker, die im Grunde auch für das Nationalteam hätten auflaufen können, aber es dann aus den verschiedensten Gründen nichts geworden ist und den Start macht dabei Harald Marko Maric. Wer ist das eigentlich? Marko Maric ist ein ehemaliger Rapid-Torhüter, der Anfang der 10er Jahre im Alter von nur 18 Jahren damals schon unter Zoki Barisic sein Debüt im Rapid-Tor gegeben hat. War ein großes Talent damals, Eigenbauspieler des SK Rapid. 9 Spiele hat er gemacht für die Hütteldorfer, dann der Wechsel zum TSG Hoffenheim und hat auch ein Spiel für die österreichische U16-Nationalmannschaft gemacht, sich dann aber auch im gleichen Jahr für Kroatien entschieden. Genau, hat aber dann glaube ich nie tatsächlich für die TSG Hoffenheim gespielt, sondern ist verliehen worden zuerst nach Polen, war dann bei Hannover und dann ein bisschen Weltenbummler worden, oder? Ja, Lillström war dabei, Houston, Adromitos in Griechenland und der letzte Wechsel, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, Zrinski Mostar, da ist er 2023 auch Doublesieger in Bosnien geworden und hat sich eben für Kroatien entschieden. Mhm. Sein Bruder spielt noch in Österreich, stürmt für den SC Mannswirt. Also kann man sich noch in Unterhaus-Trier ansehen. Vor Maric schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und machen weiter mit Amar Deric. Da war wohl früh klar, dass der nie für Österreich auflaufen wird. Dabei ist er ein waschechter Österreicher. Ist ja in Salzburg in Zell am See auf die Welt gekommen, ist in der Steiermark aufgewachsen, in der Jugend des SK Sturm und dann in die Akademie des FC Red Bull Salzburg gewechselt. Aber frühzeitig dann auch schon entschieden, ab der U16 für die bosnische Nationalmannschaft gekickt und für die Kampfmannschaft dann 2022 gegen Luxemburg sein Debüt gefeiert und erstes Tor knapp ein Jahr später gegen Island. Den täten wir jetzt nehmen. Ja, ja, das ist also ein von der Qualität her Wahnsinnskicker und wäre eigentlich aufgeregt gewesen, dass der eben in den nächsten 10, 15 Jahren die Seite da beackert. Außenverteidiger sind eher rar gesät. Ja, mittlerweile schon. Neben Deric ein weiterer Kicker, der bereits früh eine Tendenz erkennen hat lassen mit Mert Müldür. Genau, auch eher Rapidler, auch eher Eigengewächs des SK Rapid, hat den Durchbruch geschafft und ist dann sehr bald für fast 5 Millionen Euro in die Serie A gewechselt zu Sassuolo. Mhm. Er spielt inzwischen in der Türkei bei Fenerbahce, hat aber, was hat er, fast 100 Serie A-Spiele, kann man sich schon sehen lassen. Aber auch sich sehr früh für die Türkei entschieden. Genau, nie ein Spiel für die Nachwuchsteams Österreichs gemacht und dann ab der U17 bis zur Kampfmannschaft eben aktueller Nationalteamspieler der Türkei, Mert Müldür. Und wir komplettieren unsere Dreierkette mit Yusuf Gazibegovic, da können wir im Grunde Copy-Paste machen von der Story von Amar Deric, gefühlt. Mit dem kleinen Unterschied, dass der halt immer in der Salzburg-Jugend war und dann als Erwachsener erst zum SK Sturm gewechselt ist. Genau, also der auch ab der U16 schon für Bosnien gekickt, im Grunde eben auch Österreicher, aufgewachsen in Österreich und hat dann im Juni 2021 sein Debüt für Bosnien gegeben und wurde eingewechselt gegen Montenegro für Darko Todorovic. Dafür nehmen wir ihn dann jetzt einfach einen Goalie weg, oder? Den Bosnien. Ja, wieso denn auch nicht? Wer ist der junge Mann mit Vornamen? Warte, ich schaue schnell nach. Salko Hamsic. Mhm. Riesiges Talent beim FC Liefering. Der ist bosnischer Staatsbürger, soll aber jetzt eingebürgert werden und für den ÖFB spielen. Ja, das wäre doch was. Aber schauen wir mal, ob er sich dann auch wirklich für Österreich entscheidet. Wir wechseln von der Verteidigung ins Mittelfeld und starten mit Moritz Leitner. Der ist mittlerweile ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ja. Der war in den 10er Jahren aber schon eine heiße Transferaktie und das auch für das Nationalteam. Ja, hat den Durchbruch geschafft bei 1860 München. Damals war 1860 München noch ein ernstzunehmender Verein in Deutschland. Das wäre dies. Ja. Seit nie. Weil er ist noch immer ein ernstzunehmender Verein. In einer hohen Liga. Ja. Stimmt, ernstzunehmendes 1860 natürlich. Schön hardcore. Wobei es auch gab Zeiten, da hatten wir zumindest die Vereinsführung nicht ganz so ernst nehmen können. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Dann zu Borussia Dortmund.
und dann echt eine gute Karriere hingelegt in der deutschen Bundesliga und wahrscheinlich auch deswegen sich gedacht, er will eher für den DFB spielen als für den ÖFB. Er ist ein gebürtiger Deutscher, seine Mutter ist Steirerin. Es gab 2008 auch ein Spiel für die U17 gemeinsam mit David Alaba, mit Konrad Leimer und Hermann Stadler. Aber man hat sich auch bemüht. Ich glaube, Franco Foda hat sich auch 2019 dann nochmal bemüht, weil Moritz Leitner eben die Tendenz hat erkennen lassen, er will für Deutschland spielen, aber dann nie für die Kampfmannschaft gekickt hat. Und da wollte Franco Foda 2019 nochmal anklopfen, aber das wird nichts mehr. Ja, inzwischen vereinslos. Also kann man vielleicht auch. Vielleicht das nochmal ein Anlauf in der österreichischen Bundesliga und dann über die österreichische Bundesliga nochmal ins Nationalteam. Moritz Leitner, der ist noch nicht alt. Er wird jetzt bald 31. Ja. Entschuldigung. Das ist ein Kind für uns, Harald. Ja, aber für das Nationalteam. Ja, wir sehen. Alles gut. An anderen würde man dem Alter schon noch nehmen. Ja, zum Beispiel den nächsten Kicker. Denn neben Leitner, der wohl prominenteste Name dieser Anzapanier, und dem traue ich schon immer noch nach. Matteo Kovacic hat sich gegen sein und für das Heimland der Eltern entschieden, nämlich Kroatien. Der tut weh. Ja, Riesenname. Ein Linzer Junge, der dann bald einmal in den Nachwuchs von Dinamo Zagreb gewechselt ist und dann eine Weltkarriere hingelegt hat. Ja, Chelsea, Real Madrid, aktuell bei Manchester City. Der war mit 17 Jahren der jüngste Kapitän damals von Dinamo Zagreb. Und ganz interessant, der war auch, gibt es eigentlich noch die Schülerliga in Österreich? Da bin ich. Ja, sicher. Gibt es die noch immer? Ja, sie spielen nach wie vor Fußball an Schulen. Ja, nein, ist mir schon klar, aber auch, dass die so präsent ist. Ja, klar. Damals, als wir groß geworden sind, Harald, da war das Schülerliga-Finale immer im ORF. Und da war eben auch ein Matteo Kovacic dreimal sogar dabei, hat aber dreimal nicht gewonnen. Als ich groß geworden bin, noch in Schwarz-Weiß. Das stimmt. Bei mir ist es das schon, glaube ich, auf Facebook übertragen worden. Machen wir weiter, denn für unsere nächsten Kicker reisen wir zurück in die 90er bzw. Nuller Jahre. Aldo Duscher, ein Name, den viele noch vom Legionärscheck der Sportwoche bzw. der Sportzeitung kennen werden. Ein Argentinier, der immer auch als potenzieller Nationalteamkandidat angeführt worden ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Er hat österreichische Großeltern gehabt, Aldo Duscher. Der war aber zu gut für den ÖFB damals. Ja, sagen wir so, er war theoretisch nie. Ich meine, ja, er war dann ja, wahrscheinlich wäre es schon gegangen, ne, dass er irgendwie seinen Pass kriegt. Aber ich meine, der hat bei Sporting, bei La Coruña gespielt, Sevilla, Espanyol. Und halt dann danach im argentinischen Nationalteam. 2005 spätestens dann war die Hoffnung auf Aldo Duscher endgültig vorbei. Fast 250 Spiele in der spanischen La Liga. Der hat auch wirklich die großen Jahre von Deportivo La Coruña, ich glaube, nach dem Meistertitel erst mitgeprägt. Aber da hat ja auch Deportivo danach noch sehr gute Jahre in La Liga gehabt. Ja, und vor allem, der hat sein Nationalteam-Debüt gegeben gegen das DFB-Team mit Crespo, Saviola, Riquelme, Heinze, Melito, Aymar, Cambiasso. Zu dem Zeitpunkt hätte ich mich auch für Argentinien entschieden. Wirklich? Hättest du da. Nein, ich will jetzt ja nicht. Nein, passt schon. Machen wir weiter. Und einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und diesen bekommt Luka Sucic. Ähnliche Story wie bei Kovacic. Ja. Österreicher mit kroatischen Wurzeln. Linzer. Ja, auch wieder ein Linzer. Der hat sich aber eben schlussendlich dann auch für Kroatien entschieden. Auch sehr früh, ab der U15 schon im kroatischen Nationalteam gespielt, Luka Sucic. Auch schade, weil auch ein Riesenkicker mit sehr, sehr großem Potenzial. Vor allem ein extrem kreativer Spieler. Der wird, glaube ich, schon ganz gut reinpassen ins österreichische Nationalteam. Groß geworden beim SK Alkoven und dann bei Union Edelweiss auf sich aufmerksam gemacht. Und dann hat eben Red Bull Salzburg zugeschnappt und über Liefering dann eben auch in die Kampfmannschaft der Mozartstädter den Sprung geschafft. Luka Sucic, die Verteidigung und das Mittelfeld stehen. Wer hätte denn in einer Was-wäre-wenn-Welt die Tore schießen können? Da hätten wir zum Beispiel einen richtig erfolgreichen Dänen im Angebot. Brian Laudrup. Ich glaube, den werden viele nicht auf dem Zettel haben. Ja, in Wien zur Welt gekommen, weil sein Vater Finn zu diesem Zeitpunkt beim Wiener Sportclub Legionär war, einer der ersten dänischen Legionäre überhaupt.
war dann, glaube ich, das erste Lebensjahr im Grunde eben auch in Wien. Ich glaube, von 1968 bis 70 hat Finn Laudrup in Wien beim Sport gekickt. Hm, zwei Jahre lang, ja. 1969 zur Welt gekommen, aber sagen wir uns ehrlich, es war irgendwie klar, dass er für Dänemark sich das dann... Das war dann relativ eindeutig, ja. War auch nicht unerfolgreich mit Dänemark, ja. Europameister 1992 und auch eher wirklich große Vereine in der Vita stehen. Ja, in Bayer Leverkusen, nein, Bayern München, Fiorentina, AC Milan, Glasgow Rangers, Chelsea, Ajax, FC Kopenhagen. Und eben, er war bei diesem Europameistertitel 1992 dabei, im Gegensatz zu seinem Bruder Michael. Der ja im Grunde schon der größere der Laudrup. Der bessere Laudrup ja. war, ja. Also der hat nachher, der war bei Barcelona, bei Real Madrid, die schauen extrem ähnlich aus. Ja. Ich habe eine Zeit lang geglaubt, Lazio. Das wären Zwillinge gewesen, ja. Aber stimmt nicht. Juve, Lazio, Barca, Real, fünfmal spanischer Meister. Ja. Aber nicht Teil dieser Europameistermannschaft. Ich glaube sogar, dass Brian Laudrup in jenem Jahr sogar dänischer Fußballer des Jahres wurde. Gefährliches Halbwissen, aber behaupten wir das jetzt einfach mal und unterstreichen die Riesenqualität von Brian Laudrup. Er hat es allerdings nie in Österreich unter Beweis stellen können für Rot-Weiß-Rot. So, wie gesagt, Hand aufs Herz, Brian Laudrup war in keiner realen Welt eine Option, aber der nächste Kicker, der war gar nicht so weit weg vom österreichischen Nationalteam, nämlich Ashley Barnes. Wer kann sich noch an Ashley Barnes erinnern? Ich. Ja. 2019 sehr viel, gehypt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber 2019 großes Thema gewesen, auch unter Franco Foda. Genau, und davor ja auch schon, der hat 2008 schon das erste Mal für das ÖFB-Team gespielt, oder? Für ein Spiel für die U20 hat er gemacht, aber das Kuriose daran, Ashley Barnes hatte nie eine österreichische Staatsbürgerschaft, also er hat auch, wie wir es schon heute des Öfteren gehabt haben, eine österreichische Großmutter und der ÖFB musste da eine Ausnahmeregelung anfordern, damit der überhaupt gegen die Schweiz in jenem Testspiel hat spielen dürfen. Die Schweiz hat gesagt, ja wurscht, lasst ihn spielen, weil scheinbar Barnes auch auf den ÖFB zugekommen ist, den Kontakt gesucht hat, um da vielleicht eben auch diesen Weg zu gehen, um auf Nationalteamspiele zu kommen. Mhm. Und Ashley Barnes hat dann mit seinem langjährigen Stammclub Burnley, ist durchmarschiert bis in die Premier League. Mhm. Und hat da zwei echt gute Saisonen hingelegt in der Premier League. Also 17, 18, 9 Tore, 18, 19, 12 Tore in der Premier League mit Burnley. Ist schon aller Ehren wert und da war es dann ernsthaft der Thema, dass man den Ashley Barnes fürs ÖFB-Team stürmen lässt. Der Antrag wurde vom österreichischen Innenministerium abgewiesen und so war das Thema Ashley Barnes bei Österreich dann auch wieder Geschichte, aber kann mich noch gut erinnern. Max Kickel damals, oder? Ja. Ja, Strache. Oder? Der war Innenminister, aber. Also Entschuldigung, natürlich, ja. Ja. Ja, stimmt schon. Hm? Ja, war, glaube ich, auch ein Politikum, diese Entscheidung damals gegen Ashley Barnes. So, wir bleiben gleich auf der Insel, Harald, denn auch unser letzter Stürmer ist im Grunde ein gebürtiger Engländer, der selbst Kontakt aufnahm mit dem ÖFB, damals kurz vor der WM 1998. Hey, Andy Hunt. Andy Hunt war zu dem Zeitpunkt in der First Division, das war die damalige zweite Liga in England, bei West Bromwich. Und hat über seinen Verein dem ÖFB ausrichten lassen, dass er sich über eine Einberufung freuen würde. Auch hier die Erklärung, österreichische Großmutter. Österreichische Großmutter, ja. Herbert Brasker, damals Teamchef, hat dann nicht so ganz den großen Bedarf gehabt. Toni Polster, der sein damaliger Konkurrent quasi gewesen wäre im Sturm, hat das Ganze kommentiert mit: Wenn er alle Strophen der Bundeshymne singen kann, können wir über seine Einbürgerung reden. Ja, ich meine, die Konkurrenz war damals generell groß. Also, du hast ja nicht nur Toni Polster gehabt, du hast Ivica Vastic gehabt und du hast den Mario Haas auch. Ja. Also war die große Zeit von Sturm Graz, Ende der 90er, rund um die Weltmeisterschaft. Da war einfach auch kein Platz. Für einen englischen Zweitligastürmer. Aber zwei Jahre später ist er wieder aufgepoppt.
Genau, da hat Otto Baric dann, glaube ich, selbst sogar ein Spiel gebracht und ernsthaft über ihn nachgedacht. Ich meine, da hat er auch eine arge Saison hingelegt. Zu dem Zeitpunkt war er dann schon bei Charlton, mit denen ist er abgestiegen wieder in die First Division aus der Premier League. Da hat er 24 Tore gemacht in einer Saison für Torschützenkönig geworden sogar. Für Charlton, ja. Und hat sie wieder aufgeschossen in die Premier League. Hat dann aber seine Karriere vorzeitig beenden müssen wegen eines chronischen Erschöpfungssyndroms. Und damit war die Geschichte auch mit dem ÖFB dann vorbei. Ich glaube, das war rund um das Jahr 2000, 2001. In der Saison hat er dann auch das letzte Mal gespielt, Andy Arndt, und da er eben nicht für den ÖFB aufgelaufen. Aber das ist schon eine sehr, sehr interessante Elf, meiner Meinung nach, die wir zusammengestellt haben. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Diese Elf ist aufgestellt. Wir sagen danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1, Planet.